Willkommen zum dritten Part von Mann, jetzt verhaue ich sogar schon, Dungeon Defenders 2. Und ich zeige euch heute hier mal die Magierklasse und wie stark sie eigentlich sein kann, denn ich mag sie am meisten, ist meine Lieblingsklasse, ich spiele sie nur und ich weiß auch nicht. Sie gefällt mir einfach. Es ist einfach so, Magier war schon immer mein Ding. Man kann zaubern, man kann voll viel machen und schwach ist sie eigentlich auch nicht in dem Sinne. So, und wir haben noch ein. Also, ich demonstriere einfach mal, was wir so haben. Wir haben so einen Special-Zauber. Ihr seht sogar, das ist mir auch noch nicht aufgefallen, dass der durchgeht. Der geht durch und sobald die dieses Zeichen haben, kann ich meinen ersten Spell drücken und bam bam, wir können Arkanen-Zauber machen. Aber dafür müssen wir jeden immer treffen. Das heißt, wir müssen damit schießen, alle treffen und einmal den anderen machen. Funktioniert so leider nicht, denn so geht's nicht durch, wie ihr gleich sehen werdet. Ne? Funktioniert nicht. Das heißt, ihr müsstet jeden einzelnen anschießen, könnt den noch anschießen und dann habt ihr nur eine bestimmte Zeit. Das zweite ist, was wir machen können, das ist ziemlich cool, das kann man sehr oft ausnutzen, dieser Tornado. Funktioniert ja leider nicht, da die am Boden gewickelt sind. Die würden in die Luft fliegen. Und das dritte ist, das ist meine Lieblingsfähigkeit. Ich finde das so cool, wenn ihr das macht. Das macht ziemlich viel Schaden. Und das auch noch auf alle. Und das schleudert die sogar weg, meine ich noch. So, und das nächste sind dann meine Tower. Um euch das zu demonstrieren. Irgendwie ruckelt das Game gerade. Warum ruckelt das denn hier? Da seht ihr schon mal ein Problem. Guckt mal. Ich glaube, das ruckelt sogar in der Aufnahme. Wenn ich jetzt hier rumsuche, dann ruckelt das. Jetzt auf einmal nicht mehr. Das ist, glaube ich, echt der Stream, der Probleme macht. Nicht der Stream, ich meine das Spiel. So, und ich zeige euch mal meine Tower. Die sind natürlich jetzt ein bisschen anders schon. Ich rüste die jetzt einfach mal auf, damit ihr ein bisschen was seht. Ich glaube, ich kann sogar noch eine Stufe. Oh ja. So weit hatte ich noch nie. Ihr seht, dass er manchmal doppelt schießen kann. Das ist eine Fähigkeit von mir und die habe ich schon geskillt. Und manchmal ist es so eine prozentuale Chance, dass der Turm doppelt schießen darf. Das heißt, er schießt einmal und wie ihr dann gleich sehen werdet, vielleicht wenn es nochmal proc't, genau, darf er zweimal schießen. Habt ihr gesehen? So, wir verkaufen den mal wieder. Ihr seht, der macht ganz schön viel Schaden, aber noch nicht so viel wie beim Warrior. Der Warrior war von den Schaden her immer noch die stärkste Klasse. Aber wir haben dafür etwas Cooleres und das Ding hat eine ziemlich weite Range. Und das Ding slowt. Es macht keinen Schaden, aber es slowt. Die sehen ziemlich cool aus, die Tower, ne? Und das slowt den so dermaßen. Habe ich gerade. Ne, ich wollte gerade sagen. Hat der gerade sich wieder aufgeladen? Luft geholt? Das ist ja cool. Habe ich auch noch nicht gesehen. Das fällt mir meistens nicht auf im Battle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und den Tower habe ich noch nie ganz verstanden, was der macht. Also, macht der Schaden auf alle oder macht der nur Schaden auf einen? Das ist ein Earth Tower. Der macht so eine Welle. Oh ja. Und wenn wir den upgraden. Oh, der Kristall wird sogar größer. Das ist ja cool, oder? Was meint ihr dazu? Ich finde das ziemlich cool. Das sieht ziemlich geil aus. Wie gesagt, das ist meine Lieblingsklasse und macht das ziemlich gerne. Aber ich will euch ja demonstrieren, wie es ist, wenn wir dann richtig spielen, denn. Ich mache die Sounds nochmal ein kleines bisschen lauter. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Sounds zu leise sind. Wir gehen mal wieder in das erste Level rein. Ich möchte euch das demonstrieren und wir schauen einfach mal rein, was der Mage denn alles so kann. So, erstmal eine Kristalle holen. So, und wir machen das Ganze jetzt ein bisschen anders. Wir setzen uns. Machen wir es hier. Hier ist der Engpass. Machen wir eine Barrikade. So, und dann machen wir das so. Wir haben ein. Wir haben zwei. Das setzen wir jetzt immer in die Barrikaden rein. Hier machen wir das auch ein bisschen anders. Wir setzen das wieder in die Barrikade, aber setzen die dahinter. Und hier mache ich das Ganze aber hier vorne. So, ihr seht, jetzt habe ich schon kein Money mehr. Ich hätte die, glaube ich, sogar weiter nach vorne setzen müssen. Aber das ist gar nicht so tragisch, weil, wie gesagt, die Range hier ist da und wir werden noch den anderen Tower dann bauen. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, wie stark die sind. Ihr seht, am Anfang machen die noch nicht so viel Schaden. Ich glaube, der Sound ist doch zu laut. Die sind ein bisschen lauter, die Türme. Ihr seht, wie gesagt, die machen noch nicht so viel Schaden. Die Barrikade macht, kriegt ziemlich viel Schaden.
Aber wie gesagt, im ersten Verlauf ist der Magier, sieht er schwach aus, aber er ist doch ziemlich stark. Wie gesagt, ihr habt gesehen, dass ich die hochgewirbelt habe und dadurch haben die keine Chance gehabt, sich zu wehren. Das kann ich hier auch wieder machen. Dann kann ich quasi einmal schießen. Ah, brauche ich nicht mal. Die Barrikade, meine ich, die kann sogar Damage reflektieren, wenn ich das richtig geskillt habe. Sobald die getroffen wird, hat sie die Chance, so einen leichten Impuls zu senden. Ich glaube, das seht ihr sogar gleich. Genau, habt ihr gesehen, dann zerspringt die so und macht Schaden. Aber wir wollen meine Barrikade nicht gleich noch verlieren. Glaube ich, helfe ich jetzt mal ein bisschen mit. Die upgraden wir einfach gleich mal. Ihr seht aber schon, mit der Klasse muss man ein bisschen mehr Movement haben, weil die Türme sind am Anfang nicht super stark. Mit dem Krieger, habt ihr ja gesehen, habe ich gar keine Probleme und mit dem Bogenschützen erst recht nicht. So, wir upgraden die Wall, dann ist sie größer. Und wir machen jetzt mal so einen Earthshake Tower hin. Ich will mal sehen, wie stark die sind im Vergleich. Hier machen wir auch so einen Earthshake Tower hin. Wie viel kriege ich denn, wenn ich die verkaufe? 30. Wisst ihr was? Wir haben genug Money. Ich muss sie mal versetzen. Ich habe die falsch platziert. Ich hätte die weiter hierhin platzieren müssen. Welche Barriere hat denn mehr Schaden bekommen? Die hat schon ein bisschen mehr bekommen. Deswegen machen wir das hier oben jetzt so. Wir machen eine von denen hier. Und machen dann hier oben einen von denen hier noch hin. Und dann upgraden wir den hier. Wir müssen, wie gesagt, jetzt ein bisschen mehr mobiler sein mit dem hier. Das heißt nicht, man darf nur rumstehen. Aber ihr seht ja, es ist ziemlich stark. Kann jetzt auch ein bisschen an meinen Waffen liegen. Ich könnte auch gleich mal nachgucken, ob ich runtergeskillt werde. Ihr seht ja oben Level 3. Also links, da steht immer mein Level. Und ich bin hier Level 3. Und normalerweise bin ich mit dem hier Level 20. Ihr seht, dass er geslowt wird. Und dann kriegt er schon die erste Barriere drauf. Einmal kurz alle vereisen. Ob der stark ist, der Tower? Ich glaube, der macht sogar eine Barrikade, ne? Wenn die größere Wave kommt, mache ich auch mal meinen Skill. Dann seht ihr mal, wie stark der ist. Denn der ist doch ziemlich heftig. Die Barriere leidet ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Das macht auch Schaden, wie gesagt. Und ich habe geskillt, das habt ihr gerade gesehen. Wenn die Barriere trifft, also meine Earth-Barriere, dann kann es passieren, dass die Einheiten hochgewirbelt werden. Muss aber nicht immer der Fall sein. Na, die sind tot, deswegen fliegen die weg. Ah, ihr seht, die kriegt doch ganz schön Schaden, ne? Brauchen wir auf jeden Fall stärkere Tower hier. Kann man den noch irgendwie dazwischen klatschen? Nee, dann machen wir das so. Ich weiß gar nicht, ob er dann alles abdecken kann, deswegen stelle ich den jetzt hier hin. Aber das Problem ist, wenn ich den da hinstelle, dann schießt der zwar, macht auch Schaden, aber das Problem ist, die Gegner greifen den Turm dann an. Deswegen stellen wir ihn so. Und den nächsten, kann man hier nicht irgendwie noch zwischenbauen? Mensch. Nee, Mann. Dann hier so. So, wir haben jetzt noch 99 Punkte. Habe ich noch irgendwo einen grünen Punkt hier liegen? Ich würde gerne einen hier upgraden. Ein Punkt fehlt mir. Na, dann warten wir. Das ist es mir wert. Die haben wir beide geupgradet. Kriege ich jetzt auch mal einen Punkt mal? Nice. Wir haben den einen Punkt bekommen. Dann upgraden wir den Tower hier. Der sieht ziemlich cool aus. Und? Ching. Sieht immer voll cool aus, ey.
Ich mag das. Ich mag den ganzen Grafikstil. Das gefällt mir richtig. Dieses Comic-like. Aber die Wall bekommt echt auf den Deckel. Das ist nicht so wie geplant. Kann ich die jetzt upgraden? Super. Ah, Mist 100. Ich zeige euch aber mal den Skill. Der ist ziemlich stark, wie gesagt. Ihr seht auch auf der Karte, dass diese, das eine Gebäude da leuchtet. Das heißt, es ist fast kaputt. Und wir müssen das versuchen zu upgraden. Denn sonst würde es uns kaputt gehen und dann müssen wir was neu bauen. Und dann haben wir quasi 70 Punkte umsonst reingesteckt. Was heißt umsonst? Umsonst ist es ja nicht. Man hat ja seine Waves geschafft. Aber es wäre halt effektiver, wenn man es dann upgradet und stehen lässt. Weil man will ja seine Welle auch behalten, ne? Man hätte jetzt auch sagen können, die Wave, also man stellt das ein bisschen weiter nach unten, das Ding, aber dann laufen die durch und die Mauer ist ja auch dafür da, dass wir abwehren. So, einmal Punkte. Upgraden wir hier einfach mal. Die Wall ist auch schon fast kaputt. Das heißt, wir fügen einen neuen Tower hinzu. Na, das ist blöd. Ich mag die lieber hier. Manche bauen die da oben hin. Obwohl, das müssen wir mal machen. Wir müssen einmal hier hinbauen für die, die hier so aus dem Fernkampf kommen. Und wir bauen hier hinten nochmal einen hin, denn ihr seht, dass die Türme nicht ausreichen. Die zwei Türme reichen auf jeden Fall nicht aus. Die sind nicht mal geupgradet, deswegen keine Chance. So, wir schießen den da hinten mal ab. Nur die Fernkämpfer sind immer das Problem. Später kommen noch größere Fernkämpfer, die können ziemlich nervig sein. Glückt das Ding auch irgendwann mal? Ihr seht, wie gesagt, die Range ist doch ziemlich hoch von den Fernkämpfern. Der wurde vereist, denn auch meine Türme können vereisen. Dann werden die geslowt. Das ist halt auch so ein Feature des Magiers. Der kann seine Türme so einstellen, also mit einer prozentuellen Chance, dass sie vereisen. Das heißt, die gefrieren direkt und dürfen sich erstmal nicht bewegen. Ihr seht doch, die hier oben werden angegriffen, ne? Das ist halt das, was ich meine. Ich hoffe, man hört meine Tastatur auch nicht so doll. Na, mittlerweile wird's besser. Ihr seht, die hier machen mehr Krawall mittlerweile. Ah, die halten doch schon ganz schön was aus. Upgraden wir die gleich mal. 14 Gegner kommen noch. Ich muss noch mal was trinken. Ich hoffe, ich langweile euch auch nicht so mit dem Game, denn wie gesagt, ich möchte euch einfach mal die Klassen demonstrieren. Ihr sollt einfach mal sehen, wie man quasi bauen könnte und wie stark die Verteilung ist der Punkte, sage ich mal, also was die an Schaden machen. Und ich sag mal, der Magier ist nicht derjenige, der den meisten Schaden macht, aber er ist sehr, sehr flexibel. Er kann Einheiten verlangsamen, er kann sie, glaube ich, verbrennen, kann sie in die Luft wirbeln, kann stunnen. Er ist sehr, sehr flexibel und man kann halt viel machen mit ihm. Ich kann auf Fernkampf mit ihm gehen, ich kann aber sagen, ich baue nur mit Towern, die, sage ich mal, mich dazu zwingen, dass ich ein bisschen die herankommen lassen muss und. Also man ist ja jetzt echt flexibel und das finde ich halt das Coole an dem Mage. Und ich habe halt meine ganzen Zauber und. Und ich mag sowieso die ganzen Stäbe, weil ich finde, der Stab, der sieht ziemlich geil aus. Ich weiß leider nicht, wie ich die Perspektive von vorne kriege. Da müsste ich in Einstellungen nachgucken, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt machen. So, wir können jetzt noch einen Tower bauen. Und den bauen wir hier hin, weil die sind immer sehr, sehr verwundet. So, jetzt müsste ich quasi upgraden. Upgraden tun wir die hier oben. Dann upgraden wir die hier hinten. Na, der ist zu weit weg. Denn die in der Mitte, da kann ich quasi sagen, ich bin flexibel und schieße selbst hier drauf, weil ihr seht, die Barrikade hat kaum Schaden bekommen. Die kriegen sehr, sehr viel Schaden, dadurch, dass wir so viele Tower haben und manche sind ja schon geupgradet.
So, wir gucken uns das Ganze nochmal hier an. Vielleicht steuert er dir gleich nochmal hoch. Das wäre cool. Ja, der ist wieder hochgeflogen. Helfen wir mal mit hier. Ihr seht, die greifen halt die Tower an, ne? Und das kann bei manchen Gegnern später sehr fatal werden, weil die doch ziemlich stark sind. Also dann gehen die Tower ganz schön schnell flöten. Um euch nochmal meinen coolen Spell zu zeigen. Ah, ich liebe den Spell. Die Animation ist richtig schön. Klar werden einige sagen, es gibt besseres, viel, viel besseres, aber ernsthaft. Für, ich sag mal, ein Early Access Programm ist es nicht schlecht. Klar, wird es kaum noch supportet, das ist halt mega schade und ich habe schon lange keinen Patch mehr gesehen oder überhaupt mal ein Balancing der Klassen. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann mal noch. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja auch immer. So, wir haben jetzt quasi 33 Einheiten noch, die wir töten müssen. Ich sehe auch, dass die Barrikade langsam kaputt geht, deswegen upgraden wir jetzt einfach mal. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Aber ihr seht, man kann das quasi sparen und somit ist sie wieder voll geheilt. Ihr seht, die machen ganz schön Schaden, ne? Und das Sloan ist auch sehr, sehr gut, vor allem für die Großen da hinten. Einmal kurz hier den Zauber machen. Ah, das hat nicht funktioniert, schade. Manchmal funktioniert das, dann geht er nach unten. Aber ihr seht, das ist ziemlich gut. Er friert die quasi ein und die kommen nicht zur Barrikade. Und somit kriegt man auch Bosse sehr gut down. Also man hält die sehr schnell fern. Denn wie gesagt, manche Bosse sind ziemlich stark und da kann man sogar als Magier nicht reingehen. Der knüppelt einen so schnell nieder. Unsere Barrikade hat schon ein bisschen mehr kassiert. Die schießen ganz schön weit, die Türme. So, und das war schon Wave 5. Das war's, wir haben es geschafft und ihr habt den Magier gesehen. Ihr könnt mir auch mal in den Kommentaren reinschreiben, welche Klasse euch am meisten gefällt, falls ihr das Spiel spielt. Denn ich weiß nicht, was die anderen spielen, aber ich sehe halt viele, die den Mönch spielen. Gucken, wir kriegen sogar wieder eine der Special-Kisten. Und vielleicht habe ich sogar Glück, aus der Kiste jetzt eine andere Kiste zu machen. Abwarten. Komm schon. Mit ein bisschen Glück möchte ich mal eine weitere haben. Das ist sau selten. Nope. 92. Ich glaube, der ist sogar besser als den ich hatte. Da muss ich jetzt mal nachgucken. Da bin ich jetzt neugierig. Oh ja. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ich bin in einen Levelbereich reingegangen, wo epische Sachen halt droppen können. Und der gehört sogar dazu, einer der epischen Sachen. Und ich habe meinen schon geupgradet. Den kann ich zwar nur einmal upgraden. Und dann, also man kann halt seine Waffen upgraden. Seht ihr hier auch. Upgrade Level 16. Also ich habe 16 mal geupgradet. Dann kann ich 16 extra Punkte reinstecken. Deswegen habe ich hier auch mehr Schaden. Wir haben eigentlich nicht 118 Schaden, sondern ich glaube 142. Ich meine, das wird runtergesetzt. Wenn ich das jetzt richtig sehe, werden die Stats... ja, ihr seht, die Stats, also die Statistik wird wirklich runtergesetzt für das Levelbereich. Ich zeige euch das Ganze mal, wenn ich jetzt rausgehe. Ihr seht auch, wie viel Schaden ich gemacht habe. Wir haben diesmal ein bisschen mehr Hero Damage gemacht und dafür aber weniger Defense. Das liegt halt daran, dass wir mit ihm müssen wir einfach ein bisschen mobiler sein. Wir können nicht sagen, wir verlassen uns nur auf die Tower. Bei anderen Klassen funktioniert das wirklich. Das funktioniert. Aber wie gesagt, hier funktioniert das Ganze nicht. Und somit... Ihr seht ja auch, ich kann auch Continue drücken, 12 bis 14, dann komme ich in den nächsten Level rein, aber da möchte ich gar nicht rein. Somit würde man direkt in die Suche springen für die Level und mit anderen Spielern zusammenspielen. Meistens aber auch privat. Ich weiß gar nicht, wie das mit der privaten Lobby aussieht, wenn die nur privat gestellt ist. So, und jetzt kann ich euch das Ganze mal zeigen. Der ist nämlich doch ein bisschen stärker. Ihr seht da 175 Hero Damage und Wasser Damage 50, denn der ist geupgradet. Und ich möchte jetzt mal sehen, ist der wirklich so stark, der Ring? 92, der ist echt heftig. Ich meine, Defense Speed okay, aber 16 Ability Power und ich lebe ja von den Abilities. Mein Helden macht es ja aus, die Abilities zu nutzen. Deswegen ist das doch ziemlich stark. Und ihr seht auch hier in den Statistiken jetzt, dass ich doch ein bisschen stärker bin als normal. Und unsere nächste Klasse, die wir jetzt spielen, ist dann... Warum kann ich den nicht mit reinnehmen? Ich darf den nicht anwählen. Liegt das vielleicht am Levelbereich? Na gut, ich gucke mir das jetzt einfach mal an, warum ich hier nicht anwählen kann. Und wir spielen den dann. Also ich zeige den an euch. Somit sage ich, haut rein und bis zum nächsten Video.